Schorsch, Leute, willkommen zu dem neuen Schorsch zum Ostersonntag. Heute am Ostersonntag, dem 27. Ihr habt heute tatsächlich mal das Datum richtig. Und was haben wir heute? Also erstmal wieder meine Brustbehaarung, ne? Habe ich in den Kommentaren das letzte Mal gelesen, dass jemand das krass findet. Was ihr wisst gar nicht, was da an Power drin steckt in den Haaren. Es ist genau wie hier. Das ist alles Power. Das ist allesamt absolute Power. Die Power steckt in den Haaren, das wisst ihr nur alles noch gar nicht. Auf jeden Fall. Ich möchte jetzt nicht großartig auf meine Haare zurückgreifen, das ist unwichtig. Fakt ist, heute haben wir Ostersonntag. Das heißt, Eier. Also ja, es gibt nichts Besonderes. Ich habe leider nichts großartig planen können, nichts großartig machen können. Der Grund dafür, ich bin... Ja, wisst ihr noch, wo ich letzte Woche Sonntag gesagt habe, so, ich bin leicht verhustet? Ja, einen Tag später lag ich halbtot im Bett. Also, Montag wirklich war der Tag, wo ich mir gedacht habe, so, entweder stirbst du jetzt oder dir passiert irgendwas anderes. Ich habe mich wirklich, man will nur Ruhe haben, weil man will eigentlich nur Ruhe, aber kriegst du nicht. Dir tut alles weh. Du hast so Schmerzen einfach nur. Ich hatte wirklich, ich lag einfach nur im Bett und hatte Kopfschmerzen. Mir tat der Rücken weh, obwohl ich nichts gemacht habe. Das ist, Erkältung ist Bullshit. Lasst euch von sowas nichts sagen. Auf jeden Fall, ich wurde auch die ganze Woche krankgeschrieben, bis eigentlich sollte ich auch Samstag, also gestern noch, aber da, mir geht's eigentlich schon wieder soweit gut. So Freitag ging es dann wieder so, nach dem Motto, ja doch, du kannst wieder stehen. Du kannst tatsächlich wieder stehen. Von daher, alles wieder gut, ich fühle mich wieder gut. Das ist das Schöne bei mir bei einer Erkältung. Das ist, es kommt plötzlich, es haut mich mit dem Vorschlaghammer, aber dann geht's auf einmal auch wieder. Ich bin jetzt nur noch so ein bisschen, ja, ein bisschen groggy, könnte man sagen. Aber ich glaube, das könnte jetzt viel eher dran liegen, dass heute wieder so unglaublich verkacktes Güllewetter ist. Und das an einem Ostersonntag. Also heute hätte ich mir echt mal ein bisschen schöneres gewünscht. Und ja, so viel dazu auf jeden Fall. Was kann ich auch für euch zu Videos sagen? Also, diese Woche das große Finale von NapNap. Am Mittwoch, Montag noch eine normale Folge und Mittwoch denn das Finale. Ja, das Projekt ging, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, dann doch ein bisschen schneller, als ich gedacht hatte. Aber ja, der Nachfolger dazu kommt denn höchstwahrscheinlich am Freitag. Muss ich gucken. Ich habe jetzt bislang zu den neuen Projekten noch nichts aufgenommen, weil gestern erst, das würde ich euch jetzt eigentlich gern zeigen, aber das liegt alles so ziemlich perfekt auf meinem Tisch. Nämlich mein Popschutz ist angekommen und... Ja, ich habe jetzt einen Popschutz. Vielleicht klingt das für euch von euch denn anders. Für mich ein bisschen, ein ganz kleines bisschen nur. Aber ja, doch, das, ja. Damit werden auf jeden Fall ab sofort Projekte auch halt aufgenommen. Und Mass Effect und Killer is Dead gehen denn jetzt diese Woche, hoffentlich diese Woche los. Ich werde diese, jetzt heute nicht mehr zum Aufnehmen kommen, sofern ich hiermit fertig bin. Geht's für mich auch schon wieder fast runter zu meinen Eltern, Ostern und so. Nur ein bisschen was, aber ich werde dann trotzdem heute wenig Zeit haben zum Aufnehmen, wenn dann, ja. Tut mir auch leid, dass ich schon wieder nichts fürs Wochenende machen konnte, dass ihr übers Wochenende wenigstens Skyrim gehabt hättet oder sonst irgendwas, aber es ist einfach ein bisschen alles scheiße gelaufen. Das ist alles ein wenig sehr doof gewesen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt zur nächsten Woche mal hin. Vielleicht schaffe ich heute Abend noch ein bisschen was fürs Wochenende aufzunehmen und dann morgen dementsprechend volle Kanne die neuen Projekte anzufangen, will ich sowieso. Weil ich habe, morgen ist Ostermontag, habe ich auch noch frei. Das ist das Schöne, dass man tatsächlich da im Einzelhandel noch frei bekommt, dass das heutzutage tatsächlich noch legal ist. Ui, ist mir gerade schwindelig. Fakt ist auf jeden Fall auch noch, eigentlich ist jetzt wo ich das hier aufnehme, ist 2:30. Und eigentlich wäre jetzt erst 1:30. Ich hasse diese Zeitumstellung, ey. Ganz ehrlich, mich kotzt das an. Ich wache heute Morgen auf, gucke auf die Uhr und mein Wecker, der stellt sich nicht automatisch um. Und das heißt, da steht dann auf einmal irgendwie 9:30 Uhr, ja, ja. So in dem Dreh schlafe ich eigentlich immer, wenn ich ausschlafen kann.
Dann sage ich mir immer, wenn ich... Ich werde zwar früher immer wach, aber dann sage ich mir wieder, du hast heute nichts vor, schlaf weiter. Und dann schlafe ich weiter und dann, ja, gucke ich auf die Uhr wieder und dann steht da, oh, 9:30, halb zehn. Und dann überlege ich, oh, shit, die Uhren wurden ja umgestellt. Das ist im Grunde schon 10:30. Ja, deswegen, ich bin noch ein bisschen... Mich treffen solche Zeitverzögerungen immer sehr heftig irgendwie. Weil mein Körper kommt mit solchen Zeitumstellungen nicht klar. Ich weiß auch nicht, das ist ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mir geht das danach immer scheiße. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier jetzt euch das noch hochladen, das Ganze. Und dann höchstwahrscheinlich Ostern zu meiner Familie runtergehen und ja, nichts Besonderes. Es ist Ostern, nicht? Ist Ostern. Deswegen, ich wünsche euch eine schöne Osterzeit, schöne Ostertage und ja, habe ich irgendwas vergessen? Ja, ich habe vergessen, Mighty Switch Force, ganz ehrlich, das habe ich komplett vergessen. Ich habe versucht, das Spiel weiterzumachen, ne? Aber ich bin nicht in der Lage dazu. Es kommt am Mittwoch die letzte Folge davon und das ist, ich habe es abgebrochen. Bin ich ganz ehrlich, ich habe es abgebrochen. Dieses Spiel ist mir einfach über meinen Kopf hinweg gewachsen. Ich weiß nicht, es ist für mich auch persönlich ein bisschen schwierig, so Rätselgames zu kommentieren, weil dann konzentriere ich mich irgendwo mehr aufs Commentating und denke nicht mehr richtig nach und dann denke ich nicht mehr nach und ärgere mich über mich selber und nervt mich irgendwo nur noch. Deswegen, es sollte eigentlich sowieso nur ein Showcase werden oder ein kürzeres Let's Show oder ein kürzeres Projekt und es geht schon eigentlich länger, als ich es gehofft hatte. Von daher belassen wir es dabei. Es war jetzt nichts Großartiges. Ich sag mal so, der Aufwand, den ich beim Rendern hatte, der war größer als der fürs Aufnehmen teilweise. Das ist unglaublich. Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Osterzeit und ja, genau, schöne Ostertage und eine schöne folgende Woche. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ja, Leute.